Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute werden wir uns mit der aktuellen Lage in Kuba, ja, im Monat November beschäftigen. Was ist alles zuletzt passiert, beziehungsweise was sind die Themen, die für den geneigten Kuba-Reisenden gegebenenfalls von Interesse sein können? Bevor wir mit den Themen starten, abonniert meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn euch die Themen interessieren, teilt auch gerne meine Videos. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Vielen Dank, nun lasst uns starten. Starten wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Es hat sich tatsächlich nicht sehr viel getan. Der Straßenkurs ist weiterhin seit Wochen stabil, stieg jedoch zuletzt auf ja, 340 bis 43 Peso pro Euro hoch oder an. Zur Erinnerung, der offizielle Wechselkurs auf dem internationalen Markt liegt bei 1 zu 24. So werdet ihr es auf ja, jeder Umrechnungswebsite finden. Wie wir es jedoch besser wissen, liegt der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba selbst jedoch bei 120 Peso pro Dollar. Auf Etoke könnt ihr den täglichen Kurs immer nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über Devia abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa, benötigt. Auch diese gibt es mittlerweile online und ab 25, also 2025, auch online verpflichtend über evisacuba.cu. Neben diesem benötigt man noch ja, eine Auslandskrankenversicherung. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular de Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass, ja, das ist natürlich selbstredend. Viel mehr wird dann auch nicht mehr benötigt. Nun sprechen wir über eine wichtige Entwicklung für Kuba auf der internationalen Bühne. Den Beitritt als Partnerland in die BRICS-Gruppe. Die BRICS-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, haben auf ihrem 16. Gipfeltreffen in Kasan die Aufnahme von 13 neuen Partnerländern beschlossen. Und Kuba ist eines davon. Diese Partnerschaft ist noch keine vollständige Mitgliedschaft, sondern kann als ein erster Schritt in Richtung engerer Zusammenarbeit betrachtet werden. Ziel der Erweiterung ist es, mehr Länder des globalen Südens in das Bündnis einzubinden und ihnen eine stärkere Stimme in der internationalen Gemeinschaft zu geben. Russlands Präsident Wladimir Putin, der aktuell den Vorsitz der BRICS-Gruppe innehat, hob hervor, wie sorgfältig und erfolgreich Russland die neuen Mitglieder in die BRICS-Familie integriert hat. Er betonte, dass das Bündnis nicht exklusiv ist, sondern offen für alle, ja, die seine Werte teilen. Einer der Schwerpunkte des Gipfels lag auf der Stärkung der Partnerschaften im Finanzsektor und dem Ziel, eine multipolare Welt zu fördern. Es ist interessant zu erwähnen, dass Putin erklärte, die BRICS-Länder würden kein alternatives SWIFT-System entwickeln, sondern auf eigene Übertragungssysteme setzen, die bereits in einigen Mitgliedstaaten existieren. Neben Kuba wurde auch Bolivien als weiteres lateinamerikanisches Land aufgenommen. Diese Entwicklungen zeigen, wie sich das BRICS-Bündnis immer mehr zu einem Forum entwickelt, besser gesagt, das Länder vereint, die sich, ich sag mal, abseits der traditionellen westlichen Strukturen positionieren und ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit stärken wollen. Kuba war ursprünglich durch Präsident Miguel Díaz-Canel auf dem Gipfel vertreten, aber aufgrund der ja, kritischen Lage
Nach einem landesweiten Stromausfall und den Folgen von Hurricane Oscar musste er seine Teilnahme absagen. Stattdessen reiste Außenminister Bruno Rodríguez Paria nach Russland und repräsentierte Kuba auf dem Forum. Insgesamt nahmen Delegationen aus 36 Ländern am BRICS-Gipfel teil, was die große Bedeutung und das Interesse an dieser Plattform verdeutlicht. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese neue Partnerschaft für Kuba entwickeln wird und welche Auswirkungen sie auf die politische und wirtschaftliche Lage des Landes haben können. Was denkt ihr? Könnte die BRICS-Erweiterung Kuba helfen, seine Stellung auf der Weltbühne zu stärken, sage ich mal? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ein weiteres wichtiges Thema für die Menschen in Kuba ist der Zugang zum Internet. Etexa, Kubas staatlicher Telefon- und Internetanbieter, hat kürzlich neue Daten veröffentlicht, die zeigen, wie es um den Mobilfunk- und Internetzugang auf der Insel steht. Es gibt Fortschritte, aber auch noch viele Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Seit dem Start des 4G-Netzes im Jahr 2019 hat Kuba große Schritte gemacht und inzwischen nutzen etwa 7,9 Millionen Menschen Mobilfunk, was etwa 78% der Bevölkerung entspricht. Die Verfügbarkeit von mindestens 3G-Netz liegt bei 87% der Bevölkerung und 50% können auf das schnellere 4G-Netz zurückgreifen. In Städten ist die Abdeckung gut, aber in ländlichen Gebieten gibt es weiterhin viele Lücken. Ein großer Schwachpunkt bleibt der Internetzugang zu Hause. Aktuell verfügen nur rund 14% der Bevölkerung über einen Festnetzanschluss und die meisten dieser Anschlüsse basieren auf alten Kupferkabel. Nur etwa 7% der Haushalte haben überhaupt einen aktiven DSL-Anschluss und die Geschwindigkeiten sind dabei oft sehr eingeschränkt. Die Investitionen für den Ausbau sind aufgrund der niedrigen Tarife und der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes stark begrenzt, was den Fortschritt im Bereich Glasfaserausbau verlangsamt. Die Tarife für Internet und Mobilfunk wurden vor einigen Jahren auf nationale Währung umgestellt, was für die Menschen eine große Entlastung bedeutete. Heute kostet ein Paket mit 16 Gigabyte rund 950 Peso, was im Vergleich zu den früheren Preisen von bis zu 30 Euro für 4 GB deutlich günstiger ist. Allerdings machen die niedrigen Preise es schwierig, die nötigen Mittel für den Netzausbau zu generieren. Eine mögliche Lösung wäre der Einsatz von 4G-Routern, um das Mobilfunksignal zu verstärken und Haushalte so ans Netz anzubinden. Bisher ist dies jedoch in Kuba noch nicht verfügbar. Stattdessen greifen viele Menschen auf die Wi-Fi-Parks zurück, die es bereits seit 2019 gibt und die mit einer vorherigen Anmeldung zugänglich sind. Eine positive Nachricht gibt es jedoch. Kuba hat mit dem Unterseekabel Arimao nun eine bessere Anbindung an die Welt. Dieses Kabel, das die Insel mit Martinique verbindet, ist seit April 23 in Betrieb und verbessert die Kapazitäten des Glasfasernetzes. Dieses neue Rückgrat schafft wichtige Voraussetzungen für zukünftige Erweiterungen und bringt Hoffnung für eine bessere Internetverbindung in Kuba. Der Internetausbau ist in Kuba also ein langsamer, aber stetiger Prozess. Es wird spannend sein, zu sehen, welche Schritte in den kommenden Jahren unternommen werden, um die digitale Infrastruktur weiter zu verbessern. Ein weiteres Thema, das die aktuelle Lage in Kuba prägt, ist der Rückzug der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Die Schweiz hat angekündigt, ihre Unterstützung zum Ende des Jahres 2024 einzustellen, was gerade in der schweren Wirtschaftskrise eine große Herausforderung für Kuba darstellen könnte. Markus Glatz, Leiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, kurz DEZA,
in Havanna hat in einem Interview betont, wie prekär die Lage auf der Insel ist. Kuba kämpft nicht nur ja, mit einer andauernden Wirtschaftskrise, sondern auch mit den Folgen eines verheerenden Hurricanes und ständigen Stromausfällen. Die Kraftwerke in Kuba ja, stammen noch aus Sowjetzeiten, zumindest häufig, und sind in einem maroden Zustand. Wartungsarbeiten wurden jahrelang vernachlässigt und ja, die wenigen Fachkräfte wandern zunehmend ins Ausland ab. Die Stromversorgung in Havanna wird mittlerweile noch oder nach einem festen Rotationsplan geregelt, was zeigt, wie kritisch die Situation ist. In den letzten 25 Jahren hat die DEZA viel bewirkt und einige zentrale Projekte umgesetzt, die das Leben vieler Kubaner verbessert haben. Ein Schwerpunkt der Unterstützung lag auf dem Wiederaufbau und der Renovierung vernachlässigter Stadtviertel in Havanna. Dort konnten durch die Hilfe der Schweizer Gesundheitsstationen eingerichtet und ja, Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine wichtige Unterstützung, die jetzt schmerzlich fehlen wird. Auch die Stärkung der Provinzregierungen in einem stark zentralisierten Staat wie Kuba war eine entscheidende Strategie der DEZA. Diese Förderung hat dazu beigetragen, dass lokale Verwaltungen eigenständigere Entscheidungen treffen und gezielte Projekte für die Bevölkerung umsetzen konnten. Es ist geplant, diese Strukturen auch nach dem Rückzug der DEZA aufrechtzuerhalten. Laut Glatz ist es jedoch fraglich, ob und wie Kuba die entstehenden oder entstandenen Lücken füllen kann. Eine positive Nachricht ist, dass viele Projekte in den letzten Jahren so gestaltet wurden, dass sie auch ohne ausländische Hilfe bestehen können. Die DESA hat eng mit lokalen Partnern zusammengearbeitet, um nachhaltige und ja, selbsttragende Lösungen zu schaffen. Internationale Entwicklungsorganisationen und NGOs haben ebenfalls Interesse daran gezeigt, einige der Schweizer Initiativen fortzuführen. Der Rückzug der Schweizer fällt, oder der Schweiz allgemein, fällt allerdings in eine Zeit, in der Kuba dringende Unterstützung benötigt. Die DESA hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen und ja, zu verbessern und langfristige Strukturen zu schaffen. Nun bleibt abzuwarten, ob ja, andere internationale Akteure bereit sind, diese wichtige Rolle zu übernehmen und Kuba in der aktuellen Krise zu unterstützen. Die Energiekrise in Kuba ist weiterhin ein drängendes Problem. Der Energieminister Olevi hat kürzlich erklärt, dass das nationale Elektrizitätssystem unter einem massiven Brennstoffmangel leidet, der die Stromerzeugung stark beeinträchtigt. Die aktuelle Versorgungslage ist kritisch und für die kommenden Wochen werden großflächig Stromausfälle erwartet. Der Minister deutet zwar eine leichte Erholung an, doch ja, die Situation bleibt ernst. In den letzten Tagen kam es zu einem ja, landesweiten Stromausfall, ausgelöst durch einen vollständigen Brennstoffausfall. Seitdem konnte die Versorgung durch thermoelektrische Kraftwerke und schwimmende Kraftwerke in Mariel und in Havanna teilweise stabilisiert werden, doch die aktuelle Stromproduktion reicht nicht aus, um den gesamten Bedarf des Landes zu decken. Das führt zu einer selektiven Priorisierung innerhalb des Stromnetzes und zur regelmäßigen, ja, Rotation der Stromversorgung zwischen verschiedenen Regionen. Ein zusätzliches Problem, sind die logistischen Herausforderungen bei der Versorgung der dezentralen Kraftwerke mit Diesel. Die, begrenzte Dieselversorgung beeinträchtigt den Betrieb dieser Anlagen und, Entschuldigung, verschärft die Engpässe, was zu Verzögerungen führt. Selbst wenn morgens wieder Diesel verfügbar ist, reicht die Menge oft nicht aus, um alle Regionen Kubas gleichmäßig zu versorgen. Der Energieminister geht davon aus, dass die Bevölkerung in den kommenden Wochen auf regelmäßige Stromausfälle und Versorgungsrotationen ja, eingestellt sein muss.
Gleichzeitig betonte er, dass die Einschränkungen aufgrund der westlichen Sanktionen der US-Regierung die Lage zusätzlich verschärfen. Diese Sanktionen verhindern den Zugang zu internationalen Märkten und erschweren es über ja, dringende benötigte Ersatzteile und Ressourcen für die veralteten Kraftwerke zu beschaffen. Laut Lázaro Guerra Hernández, Direktor für ja, Elektrizität, liegt das maximale Defizit derzeit bei etwa 1600 Megawatt, während das durchschnittliche Defizit zwischen 600 bis 700 Megawatt schwankt. Allein Havanna weist ein Defizit von über 100 Megawatt auf. Die Ministeriumseinschätzung ja, gehen davon aus, dass in der nächsten Woche rund 500 Megawatt fehlen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Energiekrise in Kuba ein ernstes und anhaltendes Problem darstellt, das nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das tägliche Leben der Kubaner stark beeinträchtigt. Kurzfristig ist eine leichte Stabilisierung möglich, doch langfristige Lösungen bleiben unsicher. Was haltet ihr von dieser Situation? Glaubt ihr, dass Kuba langfristig eine Lösung für die Energiekrise finden wird? Wie zum Beispiel die Solarpaneelen. Ja, hinterlasst eure Gedanken gerne in den Kommentaren. Inmitten der schwersten Energiekrise, die Kuba in den letzten Jahren erlebt hat, kommt dringend benötigte Unterstützung aus Mexiko. Fast eine halbe Million Barrel Rohöl und Diesel wurden in den letzten Tagen vom mexikanischen Ölkonzern Pemex nach Kuba geliefert, um die akute Versorgungslücken zu füllen. Angesichts des Rückgangs der Ölimporte aus Russland und Venezuela wird Mexiko zu einem entscheidenden Partner für die ja, Inselnation, die mit einer maroden Energieinfrastruktur und regelmäßigen Stromausfällen kämpft. Die Lieferung von Treibstoff im Wert von etwa 31 Millionen Dollar ergänzt ja, frühere Transporte aus Mexiko, die seit Anfang 23 im Gesamtwert von rund 300 Millionen Dollar nach Kuba geschickt wurden. Die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum betonte ihre Solidarität mit Kuba und erklärte, dass Mexiko trotz internationaler Kritik an diesen Exporten weiterhin unterstützen wird, oder Unterstützung leisten wird, besser gesagt. Sie sagte, wir werden Kuba unterstützen, auch wenn es Kritik gibt. Diese Hilfe aus Mexiko kommt zu einem ja, sehr kritischen Zeitpunkt. Kuba erlebte kürzlich landesweite Stromausfälle, die etwa 10 Millionen Menschen betrafen, und Energiekrise, oder die Energiekrise, die durch jahrzehntelange Vernachlässigung der Infrastruktur und fehlende Investitionen ja, in erneuerbare Energie verschärft wurde, trifft die Bevölkerung hart. Obwohl die kubanische Regierung die US-Wirtschaftssanktionen als eine der Hauptursachen angibt, sind auch die ja, Abhängigkeiten oder die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und fehlenden Alternativen ein großes Problem. Früher war Kuba stark von venezolanischem Öl abhängig, doch durch die Wirtschaftskrise in Venezuela sind diese Lieferungen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch Russland, ein weiterer Verbündeter, kann die benötigten Mengen kaum liefern. Die letzten Lieferungen im September betrugen nur etwa 119.000 Barrel und deckten nur einen Bruchteil des Bedarfs. Kuba hofft zwar weiterhin auf Unterstützung von Ländern wie Russland, Venezuela und Kolumbien, doch die aktuelle Versorgungsengpässe ja, und logistischen Schwierigkeiten machen es einfach ja, schwierig, den Energiebedarf des Landes zu decken. Der kubanische Energieminister Olevi schätzt kürzlich, dass Kuba derzeit nur die Hälfte des Energiebedarfs während der ja, Spitzenzeiten abdecken kann. In dieser Situation ist Mexiko zu einem ja, entscheidenden Partner geworden. Die Öltransporte aus Mexiko, so hoffen viele, könnten zumindest kurzfristige Entlastung bringen.
Ob diese Unterstützung als humanitäre Hilfe oder in einem reduzierten Preis gewährt wird, bleibt jedoch aktuell noch unklar. Ich möchte zum Ende nochmal auf meinen Online-Shop hinweisen. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in drei Varianten sowie verschiedene Rumsorten und ganz neu ein Angebot für Reiseschutz, sowohl für Selbstreisende als auch für Incoming-Versicherungen, wenn ihr zum Beispiel eine kubanische Person nach Deutschland einlädt. Schaut gerne in meinen Shop rein. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung www.derletztewestkubaner.de. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.